Franco Madracchias Stimme kennen viele Kickers-Fans vom Waldau-Radio. Woche für Woche berichten er und seine Kollegen ehrenamtlich live von den Kickers-Spielen. In seinem echten Leben ist Franco aber Lehrer. Damit seine Schüler auch alle Kickers-Fans werden, hat er sie am Samstag zum Spiel der Blauen gegen Neckarsulm mit ins Stadion genommen und die 5C der Gemeinschaftsschule Frickenhausen durfte richtig nah ran. Beim Warmspielen, im Kabinengang und dann sogar noch beim Einlaufen. Die Kids feuerten die Kickers lautstark an und der Funke sprang über. Die Kickers gewinnen 3:0. Die Blauen feierten damit den 14. Saisonsieg und blieben zum 14. Mal ohne Gegentor. Auch Stürmer Mio Tunjic zeigte wieder seine Klasse und traf per Doppelpack. Die Kickers bauen durch den Heimsieg ihre Tabellenführung auf 4 Punkte aus und wollen kommende Woche zu Hause gegen den Tabellenletzten Friedrichsthal direkt nachlegen. Doch der Torschütze Tunjic warnt davor, dieses Spiel locker anzugehen. Im Fußball ist es halt mal so, dass man auch mal gegen Schwächere verliert. Deswegen müssen wir da konzentriert bleiben und weiter unser Ding machen. Kommenden Samstag um 14 Uhr steht also schon wieder das nächste Heimspiel an. Dann kommen hoffentlich wieder über 2000 Zuschauer vorbei. Ein paar neue Fans haben die Blauen am Samstag auf jeden Fall dazu gewonnen.